Fans, es tut mir leid, dass ich so lange kein Video geschafft habe. Ich habe eine neue Arbeitssituation und damit sehr, sehr wenig Zeit. Das tut mir leid. Aber nichtsdestotrotz habe ich es heute geschafft, ein Video zu machen zu dem Push- oder Pull-Schuss. Auf Deutsch heißt der Schieber oder Zieher. Und es ist ein sehr, sehr schöner Schuss, weil er relativ ansatzlos ist und aus dem Tick-Tack gespielt. Sogar sehr, sehr überrascht, wenn man schnell ins Tor gehen kann. Wie er funktioniert, zeige ich euch jetzt. Und danach gibt es noch ein paar Variationen, wie man den Schieber am besten einsetzen kann. Viel Spaß beim Pull- oder Push-Schuss. So, fangen wir an. Der Push- oder Pull-Schuss fängt immer damit an, dass der Ball erstmal direkt unter die Stange gelegt wird. Und je nachdem, was ihr machen wollt, ob ihr pushen oder pullen wollt, wird die Puppe neben den Ball gesetzt. Beim Schieber wird der Ball jetzt nach oben geschoben. Achtet darauf, dass ihr beim Schieben den Ball leicht minimal nach hinten schiebt, sodass ihr mehr Druck auf den Ball ausüben könnt. Die Puppe überholt jetzt den Ball, setzt sich hinter den Ball und drückt ab. Kleiner Tipp, wenn ihr abdrückt, macht eine kleine Gegenbewegung. Das heißt, wenn ihr nach oben schiebt, müsst ihr beim Schießen leicht nach unten die Stange bewegen. Jetzt habe ich viel gequatscht, guckt es euch doch einfach mal an. Beim Schieber gibt es zum Zieher kaum noch einen Unterschied, nur dass er jetzt die Seite wechselt. Ihr zieht den Ball jetzt quasi nach unten und die Gegenbewegung ist nach oben. Das war es jetzt mit der Erklärung von Push und Pull-Shirt. Guckt euch doch einfach mal an, wie man diese Schüsse im Spiel einsetzen kann. Hier dazu ein paar Schussvariationen.